Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King's Quest. Ich war ja eine ganze Weile nicht mehr da, habe also lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir also eventuelle Fauxpas. Aber wenn ich mich recht entsinne, hatten wir, glaube ich, wieder alles gemacht, was wir soweit können. Deswegen würde ich mich dann doch wieder zur Ruhe legen und hoffen, dass wir nichts verpasst haben. Wir hatten ja zuletzt, glaube ich, noch diese Pflanze gemacht. Da meinte er aber, das dauert einen Tag und so. Allen Bewohnern geht es, glaube ich, erstmal in Ordnung. Und falls nicht, haben wir auch noch ein Gold. Das heißt, wir können dann eventuell noch was kaufen, um ihnen zu helfen. So, dann klappen wir mal unser Bett auf und legen uns auf eine geruhsame Nacht hin. Ich hoffe, die klauen uns das nicht, übrigens, das Geld. Aber sieht nicht so aus. Sehr gut. So viele Leute zählten auf mich und ich hatte noch immer keinen Plan. Ich schlief mit einem flauen Gefühl im Magen ein. Ich musste mich entscheiden. Heute brauchte Bramble etwas Mitgefühl von mir. Sonst würde sie es nicht schaffen. Bramble? Ach du Kacke. Ich dachte, die hätten wir. Hatten wir die nicht geheilt? Ach stimmt, aber die war danach wieder hungrig. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir ihr das dann jetzt geben? Ich dachte eigentlich. Eigentlich dachte ich, wir könnten jetzt selber mal wieder essen. Uns fehlt ja nur noch eine Stärke, ne? Und wir haben auch noch das Geld. Ich glaube. Kommt, wir essen das jetzt mal. Uns fehlt nur noch eine Stärke. Und zur Not kaufen wir für sie was vom Händler. Das geht ja auch noch. Auf geht's, isst das mal. Dann müssten wir nämlich, glaube ich, wieder voll bei Ich Kräften fühlte sein. mich langsam wieder bei vollen Kräften. Ja, perfekt, genau das wollte ich. Und das Erste, was wir damit machen, ist hier mal die letzte Schraube lösen. Mal gucken, was das bringt. Vielleicht können wir dann sogar direkt entkommen. Dann müssen wir ihr nämlich gar nicht weiterhelfen, sondern können hier durch die Kanalisation einfach entwischen mit ihr, hoffe Ich ich. fasse es nicht, dass Gwendolyn mich mit diesen dämlichen Eiern besiegt hat. Tja, da war sie wirklich mit Eifer dabei. Leute, ich bin hier. Okay. Da unten ist irgendwas, ne? Kommen wir da ran? Können wir irgendwie. Aber nee, ich kann nur nach links drücken. Rechts meine ich. So, was haben wir denn hier? Ah, hier geht's zurück, glaube ich. Und ach, das ist das Spinnrad. Können wir vielleicht ein bisschen Gold spinnen? Tatsache! Nice, noch eine Ich Münze. hatte gedacht, die wären alle zerstört worden. Ich brauchte keine Erinnerungen an unmögliche Rätsel aus alten Tagen. Oha, ist das die Prinzessin da oben? Hat auf jeden Fall so eine Mütze auf. Wieder diese ganzen Märchenanspielungen. Gefällt mir, muss ich sagen. Und was haben wir hier? Ein Grammophon. Ändert es irgendwas? Dunkellila, lila, orange, gelb, grau. Ist immer dasselbe, oder? Orange, gelb, grau. Ja, Können wir hier an der Kurbel kurbeln? Ach, das ist bestimmt das Lied, das wir brauchen. Ne? Was passiert, wenn wir hier drehen? Ah, dann geht's langsam durch. Okay, und können wir hier noch irgendwas klauen? Ist hier irgendwas drin versteckt? Nein. Dann müssen wir uns wahrscheinlich merken. Hier beim goldenen startet's. Okay, also als erstes. Moment, das schreibe ich mir gerade mal auf nebenbei. So, wir haben fünf Plätze. Das erste ist die 2. Danach kommt wieder 2. 2, 2. Dann 3. Dann 4. Wieder 2. 4. 3. Oh, ganz schön langes Lied. Okay, und dann ist jetzt wieder die 2. Das ist der Anfang, das Goldene. Okay, cool. Dann würde ich sagen, probieren wir doch direkt mal das aus bei der lieben Prinzessin. Mal gucken, was das bringt.
Dieser Gang ist so komisch. Aber egal, was ich drücke... Ah, nein, zurück kann ich auch, aber nicht nach oben oder unten. Irgendwie habe ich Angst, dass das runterfällt irgendwann. Aber na gut. Nicht der Weg in die Freiheit, wie ich gehofft hatte. Aber ich glaube, der Weg in die Freiheit ist ja auch diese Tür mit den zwei Hebeln dran, ne? Gab doch eine Tür mit zwei Hebeln dran. Doch, doch, doch. Da erinnere ich mich doch noch dran. Dann schauen wir doch mal. Unser Graham stratzt jetzt voller Energie hier durch die Gegend. So, wir überspringen mal bei den Bewohnern zu gucken. Das machen wir später vielleicht. Erstmal will ich jetzt dieses Lied ausprobieren. Ab hier rein. Ach, und die Pflanze, genau. Ob die gewachsen ist. Sollen wir das vorher mal gucken? Nein, wir machen jetzt erstmal fertig, was wir angefangen haben. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wo die Prinzessin war. Ich glaube aber hier oben. Muss ich mal schauen. So, hüpf da mal hoch, Graham. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir, glaube ich, gemacht. Hier, wo die Erbse drauf war. Das war das doch. So, und hier haben wir das Grammophon. Dann gucken wir doch mal. Wir können das bewegen. Das erste war die 2. Dann als nächstes kommt nochmal 2. So. Danach kommt 3, das ist schon. Dann kommt 4. Ja. So. Dann wieder 2. Die 1 und die 5 sind richtig unnötig, ne? Die sind nur da, um uns zu verwirren. So. Verdammt, wo waren wir jetzt? 2, dann kommt nochmal 4, ist richtig. Und dann kommt 3. So, und ich glaube, jetzt sind wir wieder beim Start. Ja, jetzt müssen wir es haben. Dann gucken wir doch mal. Ah ja, es klappt. Und nu? Prinzessin? Jetzt verpfeift sie uns? Wie? Aber wir haben ja doch das Lied gespielt. Nicht? Haben wir es doch falsch gemacht? Ich drehe mal eins weiter. Mal gucken, ob das hilft. Das macht überhaupt nichts. Aber, hä, habe ich es mir falsch aufgeschrieben? 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3. Richtig komisch. Weiß ich jetzt wirklich nicht, was wir falsch gemacht haben. Ah, das hier konnten wir noch nicht, oder? Können wir hier jetzt noch kurbeln? Aha! Dafür waren wir vorher zu schwach, oder? Dann gucken wir doch erstmal, was hier hinter ist. Wow, hier sieht es auf jeden Fall schöner aus. Und hier wächst komisches Gras, was aber völlig uninteressant ist. Und Regen. Und noch eine Tür. Die ist so hübsch dekoriert. Da wandern wir mal hin. Mal schauen. Oh, wow. Wo kommen wir denn jetzt hin? Leute, ist das das Schloss? Treffen wir jetzt noch den König? Ursprünglich wollten wir zum König. Oh, was ist hier? Eine Rose. Wofür brauchen wir die denn? Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, können wir hier noch irgendwas... Wir haben eine Rose. Wir könnten diesen Pflanzwuchstrank draufkippen, weiß ich aber nicht, was das bringt. Mal gucken. Ja, ich höre immer noch zu. Das klappt niemals. Okay, dann machen wir das natürlich nicht. Entschuldigung, ich dachte nur, Pflanze, Pflanzenwuchstrank, ne? Ihr seht, wo ich herkomme. Okay. Aber wirklich schön hier. Wofür brauchen wir eine Rose? Wir hatten ja auch noch, was es auch noch gab, war der Trank, ne? Von den beiden alten Leuten. Allerdings habe ich da vergessen, was wir da noch brauchten. Das müsste ich dann nochmal gucken gehen. Großvater? Oh. Hast du was zum Naschen da? Pass lieber auf, Gart. Du wolltest doch etwas lernen. So, was ist hier? Oh, Blumen. Da kommen wir auch nicht ran. Dafür ist bestimmt der Pflanzwuchstrank. Dann kommen die nämlich zu uns. Jaha. Na?
Macht er nicht? Ich dachte, das war so eine gute Idee, dass die dann zu uns hochkommen. Anscheinend müssen wir zu denen runter, wie immer wir das machen. Und hier probieren die gerade den Schuh an. Ah, jetzt der Pflanzwuchstrank. Okay, wir mussten quasi erstmal diese Szene machen. Entschuldigung, da war ich etwas zu hastig. Dann machen wir das jetzt. Bling. Und? Ich komme morgen wieder. Ah, okay, das dauert also wieder einen Tag. Schade. Was sagen die hier noch? Traurig, dass er seinen Schuh verloren hat. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh ja, Tatsache, hier geht's noch weiter. Ach, und das ist wahrscheinlich die arme Dienstmagd, der der Schuh passt. Und bestimmt gibt sie uns den Besen, wenn der Prinz bei ihr den Schuh anprobiert. Ah, okay. Ich sehe langsam. Und den Besen brauchen wir dann bestimmt, um die Waffe zu verlängern bei der Schmiedin, damit die alle ausnocken kann, damit wir in die Küche kommen. Das sage ich jetzt mal vorher. So wird es bestimmt ablaufen. So, cool. Hatte ich ganz vergessen, dass hier noch eine Tür war. Sehr gut, dass wir hier nochmal waren. Dann gehen wir aber als nächstes mal gucken, was mit der Pflanze passiert ist, die wir schon haben wachsen lassen. Die muss ja auch noch irgendwo hinführen. So, hüpf einmal runter, Graham. Und dann gucken wir mal. So, wander, wander, wander. Nein, nicht da rein. Was war denn da rein nochmal? Gucken wir später. So, und hier ist jetzt eine Leiter gewachsen. Eine sehr schöne Leiter, muss ich sagen. Und noch eine Münze. Leute, wir werden reich. Und ist das das Schloss in der Ferne vielleicht? Hier wohnt jemand? Eine Familie? Kann das sein? Glänzender Lohn haben wir als Erfolg gekriegt. Hier ist irgendwas. Gürbelblüte. Das stinkt. Das brauchten wir bestimmt für den Trank. Weiß ich zwar nicht mehr, aber das ist es bestimmt. Und das da hinten ist vielleicht das Schloss. Und was ist hier? Aber sollte ich je etwas verlieren, wäre hier ein guter Ort zum Suchen. Ah, hier ist bestimmt, wird hier das konfisziert, oder? Wenn, falls uns mal was geklaut wird am Abend, dann können wir das hier bestimmt wiederholen. Also nehme ich an, dass es das ist. Wer weiß. Cool. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt tatsächlich genug Münzen, um den Händler leer zu kaufen. Wo immer der war. Aber ich glaube, hier lang. Mal gucken. Ja, Tatsache. Dann gucken wir doch mal. Freundlicher Händler. Ja, was habt ihr auf Lager? Zeigt mir, was ihr habt. Die Essstäbchen war, glaube ich, eine Münze. Und das war, glaube ich, zwei Münzen, ne? Metallstäbchen von meiner Reise in den Orient. Selten, exotisch, nicht zu teuer. Wie teuer? Eine glänzende Goldmünze. Habt ihr Interesse? Nein. Später. Wir gucken erstmal, wie teuer es ist. Schüssel Haferbrei mit Wertbeeren aufgepeppt. Schon gewusst, dass sie die Nährwerte für zwei ganze Tage in einer Portion enthalten? Wie teuer? Zwei glänzende Goldmünzen. Habt ihr Interesse? Ja, das kaufen wir erstmal. Viel Spaß! Und jetzt haben wir noch eine übrig, oder? Ein Stäbchen von meiner Reise in den Orient. Ja, weiß ich schon. Und wir kaufen die auch. Nehme ich. Verkauft an den Jungen im glitzernden Turban. Warn, warn mal. Wir sind ausverkauft. Es geht nichts über einen harten Arbeitstag. Okay. Habt ihr sonst noch was? Habt ihr sonst noch was? Wo bitte sollte ich das haben? Das ist alles, Junge. Meine besten Sachen. Fühlt euch geehrt. Okay. Wiedersehen. Klebt wohl. Dann haben wir ihn tatsächlich ausverkauft. Haben jetzt leider keine Münzen mehr. Was? Tote Rose? Wie Tote Rose? Wohin ist die gestorben? Hat die nicht gerade noch gelebt? Vielleicht müssen wir uns eine neue holen. Ich frag mich, wo es hier lang geht. Erstens. Ach, hier war das Schwert, ne? Ja, hier war das Schwert. Können wir vielleicht mit den Metallstäbchen hier das Schloss knacken? Kann er sowas? Mit Stäbchen geht das nicht auf. Okay, aber die Idee war gut. Wir haben eine Animation dafür gekriegt. So, dann schauen wir doch mal weiter. Die Rose ist aus irgendwelchen Gründen tot. Weiß ich gar nicht warum. Ich muss einmal noch mal gucken, was hier war, weil das habe ich vergessen. Ach, hier war das Klo. Hier hatten wir den Frosch. Ah, und der Ausgang, genau. Also ich nehme an, dass das der Ausgang ist. Ich weiß nicht. Ach, oder dafür sind die Becken.
Wahrscheinlich muss ich die Rose immer ins Becken tippen. Nee, jetzt schmeißt er die weg. Ja, dafür sind die ganzen Becken. Wir müssen irgendwo diese Rose hinbringen. Und wahrscheinlich stirbt die nach irgendwie 2 Screens oder so. Und dann... Deswegen müssen wir die immer dippen. Ich glaube, das ist die Lösung. Ich würde aber vorher gerne erstmal rausfinden, wo wir die Rose überhaupt hinbringen müssen. Bevor ich das jetzt hier so verkünde. So, dann gucken wir doch mal hier. Wir könnten die auf jeden Fall... Es gab bei jedem Gefangenen ein Becken, ne? Wir könnten irgendeinem Gefangenen eine Rose bringen. Aber ich weiß nicht ganz, wozu. Wir gucken erstmal, was wir hier für Zutaten noch gleich brauchten. Ich sollte mich wohl mal hinlegen. Schon mal üben für den langen Schlaf. Wenn das Magenknurren aufhören würde, käme ich wohl zur Ruhe. Bis dahin nichts als Schmerz. Den hier geht's auf jeden Fall nicht gut. So, das ist das Pflanzenwachstumsmittel. Das hatten wir. Und wir brauchen die Erbsen. Die kriegen wir von der Prinzessin irgendwie. Und die Rose. Das heißt, hier muss die Rose hin. Das ist okay, ach sorry, das wollte ich nicht. Die hat sowas wie Ruhestand. So. Die jammern hier ja schon mega. Das heißt, lasst uns einmal... Oh, oh. Wie fühlt ihr euch? Wie fühlt ihr euch? Ist das ein Witz? Okay, 2 Herzen. König wisst ihr nicht viel über die Nöte eures Volkes. Ja, ganz ruhig. Ihr habt noch 2 Herzen. Auf bald. 2 Herzen heißt, wir haben noch Zeit. So, wir müssen die Rose irgendwie hierher transportieren. Das finden wir gleich raus, wie wir es machen. Dann gucken wir doch jetzt mal nach dem Liebespaar hier nebenan. Wie es denen geht. Über die machte der König sich ja heute Morgen Sorgen. Mal schauen. Was wollt ihr? Wie geht's? Wie fühlt ihr euch? Ich halte keinen weiteren Tag mehr durch. Oh, shit. Okay. Oh. Dann müssen wir denen jetzt auf jeden Fall einmal den Haferbrei geben. Das geht ja nicht anders. Oh, das ist eine große Portion Brei. Und damit sollte ich 2 Tage versorgt sein. Danke, Graham. Wie lecker. Oh, ich möchte lieber stehen. Ja, jetzt geht's ihr wieder gut. Sehr schön. Oh, und sein Schnurrbart ist sogar wieder gerade. Hallo. Zeigt mal, wie fühlt ihr euch? Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich heute großartig. Aber was ist mit morgen? Ja, ganz ruhig. Um morgen kümmern wir uns später. So, was wollten die? Ach, die wollten Mehl, ne? Zu den Zuckerküssen. Habt ihr schon Mehl besorgt? Ich suche weiter. Das kriegen wir aus der Küche. Ciao. Und für die Küche brauchen wir den Schlüssel. Ach, sieht es süß aus, wie die beiden da stehen. Das freut mich voll. Die Bäcker, die sind mir schon wichtig. Ich meine, sie hat auch noch ein Baby, ne? Das sind die meisten Leute somit. So, hier war doch noch irgendwas drauf. Was war denn hiermit nochmal? Ja, hier war dieser Zettel. Sehr weit oben und unerreichbar. Wo irgendwie ein blaues Gehirn drauf ist oder so. Da haben wir noch nichts, ne? Oder können wir das mit den Stäbchen irgendwie angeln? Erhaschen. Ach, wisst ihr, was wir vielleicht mit den Stäbchen machen können? Ich habe eine gute Idee. Passt auf. Der wirft doch immer diese Münze. War hier nicht jemand, der eine Münze wirft? Gab's... Mir war so. Oder hat sie den schon ausgenockt gehabt? Wer ist hier noch der Koch? Wenn das vorbei ist, gibt's erstmal keine Diät. Der Koch ist hier noch. Der hat diesen blöden Schlüssel, den er uns nicht gibt. Dafür muss sie ihn wahrscheinlich ausnocken, damit wir den kriegen. Echt? Nee, die Stäbchen helfen da auch nicht weiter. Wie geht's ihr denn? Euch nicht. Oh Gott, sie ist ganz schwach. Wie fühlt ihr euch? Wie ich rhetorische Fragen hasse. Oh shit, sie hat nur noch 2 Herzen. Das heißt, morgen ist das alte Pärchen und sie krank. Was sollen wir denn dann machen? Wiedersehen. Momentchen mal. Helfen dir die Stäbchen? Keine Ahnung, was das ist, aber ich sehe definitiv 2 davon. Ja, ich dachte, das kann sie vielleicht als Verlängerung benutzen, bevor ich wusste, dass wir einen Besen zur Auswahl haben. Aber was machen wir denn, wenn... Was machen wir denn, wenn sie und das alte Ehepaar morgen krank sind? Okay. Darüber machen wir uns morgen Gedanken. Boah, ja, keine Ahnung, was wir dann machen sollen. Holen wir erstmal die Rose. Wir machen hier mal ganz, ganz langsam. Alles wird gut. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das irgendwie. So.
War hier nicht die Rose? Ich dachte, die wäre hier gewesen. Doch nicht. Und wofür brauchen wir diese blöde Stinkpflanze, wenn die gar nicht für den Trank ist? Oder war die für den Trank? Habe ich schon wieder vergessen. Wir brauchen auf jeden Fall noch... Wir brauchen die Erbse und die Rose. Darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal. So, aber wo war denn die Rose? Ach, oder war die in dem... Das war doch was Neues, wo wir die her hatten. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ach so, nee, die waren im Gang da hinten. Jetzt weiß ich, den wir neu frei... Ich dachte, weil es an einem neuen Ort war, muss es ja an den Pflanzen gewesen sein. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir da hinten ja auch noch waren. So, dann laufen wir einmal hier hoch. Und dann dippen wir die einfach in jeden Pool, an den wir vorbeikommen. Ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. So, hüpf, hüpf, hüpf. Einmal hier lang. Und dann da hinten durch war die. So, nee, war die hier oder hier? Ich schau einmal kurz. Nee, hier war Dornröschen. Nee, nicht Dornröschen. Cinderella ist das ja, ne? Aschenputtel, genau. So, und einmal hier rum. Hier drin war, glaube ich, die Blume. So, dann holen wir die erstmal. Ja, das sieht aus, als wäre das hier zugemauert, ne? Also Graham sagt da nichts zu, aber das sieht aus, als wäre hier mal eine Tür gewesen. Sehr verdächtig. Okay, so. Wir pflücken eine Rose. Und wir nehmen sie mit. Mal gucken. Das nächste Wasserbecken müsste ja da draußen gleich sein, glaube ich. Hier regnet es ja auch eigentlich noch, ne? Also hier, finde ich, könnte er sie auch nach oben halten einfach. So, nee, hier kam erstmal nichts. Dann schauen wir mal hier entlang. So, hier ist jetzt eins. Dann hoffe ich, sie hat bis hierhin überlebt. Oh oh, verwelkte, wie verwelkt? Jetzt schon? Ah nein! Okay, das hat geklappt. Sie ist wieder aufgefrischt. Dann laufen wir direkt weiter zum nächsten. So, runter, 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 beeil dich. Das sind hier extrem schnell sterbende Rosen. Also ich weiß, in meinen Händen pflanzen nicht sehr lange, aber länger als das schon. Ach, sollen wir die hier einmal? Wir dippen die hier auch einmal. Dann hält das bestimmt länger. So, die ist schon wieder verwelkt. Dipp. So, jetzt ist es wieder gut, ne? Ja. Dann gucken wir weiter. Hier rum. Hier stehen wir zwar in so Pfützen, aber die gelten wahrscheinlich nicht wirklich. Einmal hier entlang. Und ich glaube, da unten kommt ja dann wieder eins. Ich habe mich schon gefragt, wofür all diese Wasserbecken sind. Aber jetzt ergibt natürlich alles Sinn. Rein damit. Jetzt sieht es wieder schön aus. Und dann bringen wir die direkt hier rüber zum alten Ehepaar, was uns daraus dann hoffentlich irgendwas Tolles zaubert. So. Einmal hier entlang und das letzte Wasserbecken. Bitteschön, stell die mal da rein. Ja, perfekt. Jetzt haben wir die Blume erhalten. Zeig nochmal. So, ja, wir haben eine Rose, wir haben Knochen, wir haben Erbsen. Wir brauchen nicht die Göbelblüte. Aber wofür ist die dann? Er meinte, die stinkt, ne? Brauchen wir irgendwo schlechten Geruch oder so? Und was ist eigentlich mit diesem Rätsel? Also mit dem Rätsel mit der Prinzessin. Es ist doch eindeutig, dass dieses Lied, was da oben spielt, vielleicht haben wir das falsche Lied ausgewählt. Könnte das sein? Ist das vielleicht eventuell die Lösung? So, kletter da mal hoch. War das hier? Ich verliere dauernd den Überblick. Ach nee, Moment, ich weiß, das andere Grammophon, hier wieder reinzukommen, ne? Das andere Grammophon war in der Röhre in unserem Zimmer, da müssen wir nach unten. Das machen wir. Wir müssen es irgendwie schaffen, jetzt zu entkommen, ne? Das ist der einzige Weg. Also wir müssen spätestens morgen raus, weil sonst macht's irgendwer den nächsten Tag nicht mehr. Und wir haben uns ja vorgenommen, bei uns passiert sowas nicht. Bei uns schaffen es alle. Deswegen, müssen wir das irgendwie heute oder morgen hinkriegen, die alle da rauszuholen. So, zurück in unser Zimmer.
hier durch das Abflussrohr. Hier rüber, über den verdächtigen Gang. Und dann kommt da das Grammophon und dann müssen wir nochmal gucken, was genau wir da falsch gemacht haben an der Stelle. So, zeig mal. Vielleicht haben wir das falsche Lied. Vielleicht hat es hier doch die Rolle gewechselt. Ich guck mal, wie spielt's denn jetzt? Ah, das ist ein Schlaflied, ne? Wir hätten nicht das fröhliche Lied nehmen sollen, wir hätten das Schlaflied nehmen sollen. Das hatte ich nicht geschnallt, dass hier verschiedene Lieder kommen. Haben wir noch mehr? Zeig mal. Okay, es war auch ein anderes, ne? Das war das, was wir hatten. Okay, das heißt, es gibt drei Lieder und wir müssen das Schlaflied nehmen, ne? Ja, alles klar. Okay, dann schreibe ich direkt mal mit. So, das erste, das goldene, ist bei der 4, ne? So, dann machen wir das mal. Die 4 als erstes. So, dann nochmal 4. Dann 5. Dann 1. Und ich habe mich beschwert, dass wir die 5 und die 1 nicht brauchen. Dann die 4. Dann nochmal 4. 5. Und dann wieder 4. Dann sind wir im Kreis. Okay, alles klar. Das machen wir die Folge noch schnell, würde ich sagen. Und hoffen, dass die Prinzessin dann einschläft. Und hoffen, dass die freundlichen Eheleute trotz ihrer Verfassung imstande sind, uns dann da draußen eine Bombe zu bauen. Wehe, wenn nicht. Also ich finde dafür, ich weiß, eure Gesundheit geht schlecht und so, aber dafür müsst ihr euch noch hochraffen, sonst wird das hier nichts. So, einmal hier durch. Einmal hier lang. Nach hier oben, den ganzen weiten Weg zurück. Bis zur Prinzessin. So, hier hoch. Ich weiß allerdings auch gar nicht. Also eigentlich hatte ich das Gefühl. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ne? Aber eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben unsere Tage doch ziemlich effizient genutzt, oder? Haben wir nicht jeden Tag so irgendwas gemacht? Nee, wisst ihr, was wir falsch gemacht haben? Wir hätten das blöde Vieh nicht füttern sollen. Am allerersten Tag, ne, da habe ich ja meine Aufgabe erfüllt und einfach nur dieses Tier gefüttert und bin dann an diese Truhe gekommen, die bisher noch überhaupt nichts gebracht hat. Das war bestimmt der Fehler. Das hätten wir nicht machen dürfen, dann wäre es jetzt viel besser. Hm, na gut, okay. Aber wir kriegen es bestimmt trotzdem noch hin. Ich hoffe zumindest. Ganz, ganz doll. So, das Goldene stand auf der 4. Das machen wir mal dahin. Die 4... So, dann das nächste kommt auch auf die 4. Dann kommt die 5. Hier lang. Dann die 1. Und wehe, das klappt jetzt nicht. Dann weiß ich wirklich nicht, was wir falsch gemacht haben. Jetzt kommt wieder 4, 4 und dann 5. 4, 4 und das auf die 5. So. Noch eins weiter und jetzt schlaf ein. Es hat geklappt. Okay, dann klauen wir jetzt ganz leise die Erbse. Komm schon. Hm? Wer da ist keine? Oh. Eine Erbse. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Wir gehen leise raus. Wir wollen das Prinzesschen ja nicht stören. Warum haben die eigentlich hier diese Märchenwelt gebaut? Ich finde es sehr cool, muss ich sagen. Die ganzen Anspielungen und so. Aber ich weiß nicht. Es gibt ja... Es ist irgendwie komisch, dass es in der Märchenwelt, in der wir spielen, ne, wo es uns als König gibt und die Ritter und alles, dass da einfach die Märchen anscheinend auch gibt. Aber es sind einfach in der Koboldwelt. Achso, ich bin falsch gelaufen. So... Hier entlang. Und dann gucken wir doch mal. Dann haben wir ja jetzt eigentlich alle Zutaten. Ne? Also wehe, die kriegen das dann nicht hin. Das muss. Das muss jetzt klappen. So, mal schauen.
hier entlang. So, und dann haben wir doch jetzt auch die Erbse. Sag mal. Ist es falsch, dass ich so entspannt bin wie seit Jahren, nicht? Leute, ich habe eure Sachen. Wie ist der Plan? Tut mir leid, Graham, aber wir sparen unsere Energie. Dafür sind wir zu schwach. Aber vielleicht bringen uns unsere Traumfeen was. Aber ich habe alles. Dazu kommen wir später. Auf bald. Ich habe alles besorgt. Leute, ihr müsst jetzt... Wir nehmen nur Essen. Versucht die Zelle nebenan. Aber... Verdammt. Die fühlen sich zu schwach. Uff. Ganz... Oh, wir hätten das Scheißtier nicht füttern sollen. Ich ärgere mich so hart. Das ist das Einzige, was wir falsch gemacht haben, oder? Die sind zu schwach. Und morgen früh haben wir die beiden, die nicht noch einen Tag durchmachen, und die Schmiedin, die nicht noch einen Tag... Dabei sind wir so nah dran. Wir haben alle Zutaten für die Bomben. Dann würden die ihre Bomben fertigstellen. Und morgen hätten wir dann auch den Besen für die Schmiedin. Aber wir können morgen nur einen von beiden retten. Außer der Händler hat nochmal Haferbrei. Wir haben auch kein Geld mehr. Was machen wir denn dann? Können wir vielleicht mit der Stinkblüte... Können wir damit vielleicht den Koch ausschalten? Dann kommen wir in die Küche. Dann können wir Essen besorgen. Oder irgendwas anderes Essen vor allem. Ach, die sind so süß. Ich freue mich, dass es denen gut geht. Immerhin. Aber ihr könnt mir das doch nicht antun, Leute, dass ich jetzt morgen wirklich entscheiden muss, wem wir hier helfen. Das könnt ihr nicht bringen. Das ist nicht okay. Und wie kommen wir eigentlich da oben an diesem blöden Zettel? Das frage ich mich auch noch. So, können wir vielleicht mit der Stinkblüte hier den Koch? Klappt das? Hier. Ich weiß nicht so recht. Ja, ich auch nicht, aber komm schon. Können wir die vielleicht hier... Hier ist es zugemacht. Warum eigentlich? Kann ich da die Blüte hintun? Ja, ich höre immer noch zu. Ja, ist ja gut. Na gut, alles klar, Leute. Also ich würde sagen, dann lassen wir es an der Folge erstmal sein. Nächste Folge wird dann wirklich, wirklich hart. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, was ich machen soll. Ich fürchte... Wenn du das so weißt, gibt's erstmal keine Diät. Ich fürchte, wir müssen uns tatsächlich entscheiden, ob wir den Plan vom alten Ehepaar machen oder ob wir den Plan von der Schmiedin machen. Ans Mehl würden wir dann auch kommen, wenn wir die Schmiedin retten, ne? Das Mehl ist ja wahrscheinlich in der Küche. Das ist... Oh nee, das ist mir zu schwer. Schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Ich brauche eure Hilfe. Jetzt wirklich. Jetzt wird's richtig hart. Oder soll ich alles nochmal spielen? Und halt nicht dieses Vieh füttern am Anfang. Ich sag's euch, wenn wir dieses Vieh nicht gefüttert haben, gestern... Ne, dann hätte das alte Ehepaar jetzt noch genug Kraft, uns diese Bombe zu bauen. Und alles wäre schön. Na gut, okay. Schreibt mir, was ich machen soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal bei King's Quest. Bis dann!